Ja, moin und willkommen zu Folge 57. Jo, Mann! Abstand! Wenn ich dran denke, dass zur EM alle Straßen Richtung Westen, Osten gesperrt sind und alles über diese Straße gehen muss, das wird super. Mit diesen Überholabständen starten wir die Folge. Dass du so knapp vor mir dann noch losgefahren bist, da kann man fast noch ein Auge zudrücken und sagen, es hat gepasst. Dass du dann aber hier so auf der Geraden bei dem Gelb so Vollgas gegeben hast, ich weiß es nicht. Dass du hier mit deinem Auto auf einem Radweg stehst, ne, und dass dich irgendwie 70 Euro und einen Punkt kostet, ist ja eine Sache. Aber wenn ich an dir vorbeifahre, weil du mich schon behinderst, dann warte doch bitte so lange, bis ich an dir vorbei bin und fang nicht an loszufahren, während ich gerade dabei bin, an dir vorbeizufahren. Don Fab, das war ganz schön knapp. Da hast du irgendwie alle Karma-Punkte des Jahres irgendwie auf einmal ausgegeben, ne? Auf dem Radweg stehen, Leute behindern, 70 Euro und ein Punkt. Der Warnblinker ist Vorsatz, dann verdoppelt sich alles. Lässt sich vermeiden, indem man erst gar nicht auf der Radinfrastruktur parkt. Richtig gut, richtig gut, ey. Der Radstreifen ist hier deutlich kenntlich gemacht. Am Anfang sind Piktogramme. Den restlichen Weg über ist er grün eingefärbt mit den Streifen. Ich fahre da, er zieht hier rechts rüber mit dem Auto. Ich habe ihn dann hinterher nur komisch angeguckt und gesagt so, hey, Daumen hoch gemacht, hast du ja richtig cool gemacht und den Kopf geschüttelt. Das Hubkonzert kam dann von ihm. Ihr seht hier, ich stehe links von einem anderen Radfahrenden an der Ampel und warte, dass ich losfahren kann. Entsprechend bin ich nicht ganz rechts am Fahrbahnrand. Das berechtigt natürlich nicht, zu eng zu überholen. Vor allen Dingen auch mit dieser Geschwindigkeit zum Abstand zu dem Rollerfahrer vorne macht das ganze Manöver hier keinen Sinn. Und man sieht hier auch wieder ganz gut, der Verkehrsfluss ist nur so schnell, wie alle zusammen sind. Und im Zweifel kommt die rote Ampel dazwischen und dann ist sowieso Schicht im Schacht. Also chillt euch mal so ein bisschen. Nicht nur, dass man an der Stelle immer befürchten muss, dass von links jemand noch aus dem Gegenverkehr rübergeschossen kommt. Nee, es kommt ja auch noch so ein Lieferfahrrad hier direkt entgegen. Es ist Frankfurter Tor in letzter Zeit, Leute. Ich sag's euch. Ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie sich Konrad in dieser Situation gefühlt hat, als dieser schwarze Van aus dem Winkel da rübergefahren ist. Der muss ja super knapp an Konrad vorbeigefahren sein. Was viel spannender ist, wie stur man sein kann, um einen Bus nicht reinzulassen. Das Manöver ist auch ein ganz spannendes Manöver. Da hinten kommt relativ breiter Radweg, wo man gut überholen kann. Dass man natürlich den Überholvorgang schon an dieser Stelle startet, mit dem Ziel, die andere Radfahrerin zu überholen und Leute natürlich aus dem U-Bahn-Ausgang kommen können, selten sowas Dämliches gesehen, wirklich. Also warte doch die 10 Sekunden, bis hier ein perfekter Weg ist. Du siehst, wie ich hier fahre, da kannst du easy vorbei überholen. Aber nee, sowas Egoistisches. Und damit ist es noch nicht zu Ende, es geht noch weiter. Was sind denn das für Sicherheitsabstände? Was denkst du eigentlich? Bist du wirklich der einzige Mensch auf Erden, der hier berechtigt ist, das Fahrrad zu fahren und alle müssen jetzt ausweichen? Kein Verständnis dafür. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie kann man das denn schaffen, innerhalb von 30 Sekunden so zweimal über Rot zu fahren? Das kann doch nur heißen, dass dir sämtliche Verkehrsregeln völlig egal sind. Das Einzige, was man hoffen kann, dass du kein Auto fährst, weil wenn du so Auto fährst, wie du Fahrrad fährst, boah. Eigentlich ist es aufgrund der Linie sehr gut erkennbar, die bis zur Ampel vorne geht, dass man so mitten auf dem Radweg steht. Außer Icarus zu behindern, ist nichts gewonnen, Platz wäre gewesen. Manchmal frage ich mich, wie deutlich Verkehrsbeschilderung eigentlich noch sein soll oder ob wir konsequent einfach sagen, ach komm, jeder kann fahren und machen, was er will. Dann sollen uns aber auch alle Verletzten und Tote im Verkehr irgendwie egal sein und wir sollen das einkalkulieren, ja. Meine Meinung ist es nicht, ja? Diese ganzen Schilder und so, die haben schon ihren Sinn.
Wenn ich richtig im Kopf mitgezählt habe, dann ist die Ampel jetzt auf Rot gesprungen. Und genug Zeit zum Anhalten war auf jeden Fall da. Ich hab's auch geschafft übrigens, ne? Ja Mensch, Audio Guy, war ja super knapp bei dir, ne? 1,5 Meter Sicherheitsabstand beim Überholen gab's bei dir auch nicht, ne? Und das auch, korrigier mich mal, in der Tempo-30-Zone, zumindest beginnt die jetzt. Ob die vorher war, schreib's mal in die Kommentare, wenn du das siehst. Also schön, dass du da stehst, wartest und alle durchlässt, aber irgendwie wirkst du auch ein bisschen verzweifelt, was du machen sollst. Da wäre jetzt schon Möglichkeit gewesen zu fahren, aber okay, ich sag ja immer, lieber defensiv als aggressiv, deswegen sage ich mal Daumen hoch. Wenn du jetzt noch einen Meter früher stehen geblieben wärst, wäre es noch besser, aber besser so, als jemanden aufs Horn zu nehmen. Ich sag's ja immer wieder, der Cotti ist schon ziemlich wild, ne? Wir schauen jetzt mal die Ampel gegenüber an, die jetzt auf Rot springt und wann das letzte Fahrzeug drüber fährt. Ihr legt's aber auch wirklich drauf an, oder? Dass man den Leuten sagen muss, dass sie Abstand anhalten müssen. Ja, aber was mit Abstand? Aber überhaupt nicht reflektieren, was das bedeutet. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Danke, Biwai, für die Einsendung der fröhlichen Rotparade hier. Ich frage mich auch mal, ob bei den kurzen Sicherheitsabständen, wenn da mal vorne jemand auf die Bremse tippt, ne, dann brettern die ja ineinander. Da ist doch keine Chance mehr zu bremsen. An der Beschilderung sieht man Durchfahrt verboten, Fahrräder frei und wir achten mal darauf, welche Fahrzeuge aktuell hier in der Straße parken. Und hinter mir an der Kreuzung sieht man das schon in dem Lichtkegel. Da stand ein Auto dann hinter mir. Da habe ich mir gefragt, wo kommt das denn her? Das muss ja verkehrt rum durch die Heimatstraße gefahren sein. Korrekt habe ich hier den Abbiegevorgang durchgeführt. Das Fahrzeug ist also durch die Straße durchgefahren, hat mich dann zu eng überholt und mich dann beleidigt, was mit mir los sei. Was ist denn mit dir kaputt? Ich frage mich dann wirklich, was ist bei solchen Leuten in der Wahrnehmung eigentlich komplett falsch, gegen alle möglichen Verkehrsregeln zu verstoßen und dann die anderen müssen schuld dran sein. Was hier Alexei eingefangen hat, ist so ein Musterbeispiel. Da ist direkt eine Parklücke rechts daneben frei. Die Leute hier waren zu faul einzuparken und gefährden lieber andere, weil man mit dem Fahrrad über die Tramschienen hüpfen muss, so ein hohes Risiko zu stürzen. Aber die eigenen Vorteile sind irgendwie viel wichtiger. Ein Zwei-Richtungs-Radweg heißt nicht, dass man auf beiden Richtungen in die gleiche Richtung fahren sollte. Ja, man kann da überholen, aber man sollte schon gucken, ob jemand entgegenkommt. Man kann das nur erahnen, der Bus geradeaus, Fingerchen drauf. Der wird gleich noch eine Rolle spielen, denn er steht mitten auf der Kreuzung, rollt immer weiter vor. Ah, richtig geil gemacht. Halten wir doch mal kurz das Bild an. Das Auto ist 1,80 Meter laut Spezifikationen. Ich habe mal 1,50 abgeschnitten und jetzt schieben wir es mal daneben. Hier sehen wir jetzt wunderbar, das reicht ja hinten und vorne nicht. Das ist die Stelle, da würde ich sagen, ja, da kannst du fahren, da kommst du drüber. Dennoch, das ist ja absoluter Wahnsinn, was hier passiert. Da wird alles Mögliche ausgebremst, nur weil man hier in den Kreuzungsbereich eingefahren ist, die Tram blockiert. Das ist ja einfach ein riesen Cluster. Jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, was YouTube sperrt. Ein riesengroßer Cluster. Und in der Tiergartenstraße, dieser Radweg ist wirklich ein schlimmer Radweg. Der hat das Wort Radweg eigentlich gar nicht verdient. Was viel schlimmer ist, wenn dabei der motorisierte Verkehr das nochmal komplett ignoriert und hier in der Kurve schön schneidet. Leute, Abstand einhalten. Es ist so wichtig, dass da Abstand eingehalten wird. Und dann nämlich sind solche Stellen mit einem schmalen Radweg und mit Fahrzeugen, die wir in dieser Situation schneiden, höchst gefährlich. Ich mache gleich mal die Szene langsamer, damit man es richtig gut sieht, wie die Fahrzeuge in den Gegenverkehr reinziehen, also den Verkehr auf unserer Seite gefährden, was man aber noch viel deutlicher sieht, wie eng die Fahrzeuge an diesen Radfahrenden vorbeifahren. Zusätzlich ist das eigentlich noch der gefährlichere Teil. Alles in allem einfach nur, weil man meint, man hätte zu wenig Zeit und sich die Zeit nicht im Verkehr nimmt.
wie die Fahrzeuge von links noch schön in die Kreuzung geführt werden, aber alle anderen Fahrzeuge hier auch schön schon losbeschleunigen und aufeinander losrasen. Ja, wenn da nur einer mal so ein bisschen bremst und tippt, dann kracht ihr mitten auf der Kreuzung aufeinander. Das will doch auch keiner. Macht's entspannt, fahrt nicht mehr in die Kreuzung rein und fahrt entspannter los. Dann hilft das hier massiv. Wenn ihr mich oder den Kanal unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen dazu in der Beschreibung. Ich habe mir wirklich gedacht, ja klar, bleib doch einfach irgendwo stehen. Machst du das irgendwie im Einkaufszentrum auch? Bleibst du dann einfach auch irgendwie am Ende der Rolltreppe einfach stehen oder so? Also ich meine, was denken sich so Leute? Fahr doch die 20 Meter weiter, dass die Leute an dir vorbei können. Eisbär fährt hier gemächlich in eine Steigung hoch und ich habe mir gedacht so, wow, was kommt denn jetzt? Da kann ja gar nichts Wildes kommen und dann so, wow. Wirklich. Na, Fry, was hältst du hier von diesem Fahrmanöver? Junge. Yep, ich würde es auch nicht machen. Ich habe versucht, einen guten Kommentar dafür zu finden, aber irgendwie nach 3 Sekunden über Rot zu fahren, ich weiß nicht, da fällt einem eigentlich nichts mehr zu ein. Hatten wir die Tiergartenstraße heute eigentlich schon? Nee, kein Zufall. Das chronologisch wird das hier alles immer reingeschmissen in die Folgen. Der erste war absurd nah dran, der zweite war nah dran. Alle beide waren aber deutlich von 1,5 Metern entfernt, weil dafür hätten sie komplett auf die Gegenfahrbahn wechseln müssen. Und da waren sie definitiv nicht. So, jetzt kommen wir zu einer etwas längeren Sequenz, die müsst ihr euch aber so antun. Ich spule sie an der entscheidenden Stelle dann für euch, damit ihr alles mitbekommt und dass ihr nicht wirklich alles in Realtime angucken müsst. Los geht's hier mit dem roten Fahrzeug, was zu eng überholt. Das merken wir uns schon mal, denn das wird uns jetzt noch öfter begegnen. Hier kann man ganz gut sehen, der Fahrstreifen in der Baustelle wird verschwenkt. Man muss dem folgen, um entsprechend nicht da in die Baustellenmarkierung reinzufahren. Wie wär's mit mal richtig Abstand? Natürlich, man muss unbedingt dann noch überholen. Die durchgezogene Linie sollte eigentlich genau anmerken, da ist Überholen nicht gestattet. Spannend ist an der Stelle, du scheinst es super eilig gehabt zu haben, hast jetzt aber dann trotzdem Zeit, mich irgendwie auszubremsen. Dass du aber hier komplett die Vorfahrtsregeln auf der Kreuzung missachtet hast, das ist nochmal das stärkste Stück von allem. Ja, du hast alle möglichen Leute gefährdet. Wir sind aber mit dieser ganzen Szene noch nicht am Ende, denn jetzt kommt ein neuer Akteur mit ins Spiel. Denn hier ist der Auftritt des Antagonisten. Abstand! Keine Ahnung, was das Bremsmanöver sollte. Ich habe mir gedacht, ich habe keinen Bock auf Diskussionen, fahren wir einfach weiter. Als ich meinte, ich habe das Video, zeigte er auch auf seine Dashcam und meinte, ja cool, er hat auch eine. Da habe ich mir auch so gedacht, so, du filmst deine eigenen Manöver, die du so fährst, wirklich? Wow. Übrigens, ich hab's auf Video, ich kann's gerne in der Taxigenung schicken. Dann war er komplett, glaube ich, in seinem Fiebertraum, mich hier irgendwie überholen zu müssen. Und dann war ihm der Gegenverkehr komplett egal. Fahre keinen Unfall! Da habe ich gedacht, jetzt fliegen die Fetzen. Und guck mal, wer hier rechts steht. Der meinte mich dann nochmal von der Seite beleidigen zu müssen. Eine völlig absurde Szene, die sich hier zugetragen hat. Und das alles in wenigen Minuten. Also wenn ihr das alle mal schaffen würdet, auf diesem Kreuzungsbereich nicht einen Fahrstreifen, sondern die 3 Stück, die es wirklich für euch gibt, zu nutzen, um euch aufzustellen, dann würdet ihr euch auch nicht blockieren, wenn es darum geht, die Kreuzung frei zu machen. Dann müsst ihr auch nicht solche Manöver machen, über den Radstreifen zu fahren. Und wie immer möchte ich die Folge mit etwas Gutem beenden. Hier nämlich jemand, der das richtig schafft, mit dem Rechtsabbiegen zu gucken und zu warten, bis der Radverkehr durch ist und so keine gefährlichen Situationen zu erzeugen. Danke dafür! So, das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut euch noch ein Video an. Herzlichen Dank an die Leute, die den Kanal unterstützen. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, wie ihr mich unterstützen könnt. Kommt immer und sicher gut ans Ziel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!